meine lieben Mädels und Jungs, ich habe ein Unboxing-Video für euch, mir nach dem Intro. Ich habe mir bei Amazon ein Bild bestellt. Das ist 30x40. Was? Habe ich noch aus der Schachtel rausgepackt. Jetzt wollte ich mit euch das auspacken. Wie es rausgeht. Das ist mal das Baby. So schaut das aus. Hier. Folie runter. Setzen. Ja. Druck. Das ist super gemacht. Gelbeckel-Stoll. Dann warum sich da die Folie aufstellt. So schaut das ganze Bild aus. Hoffen man sieht's. Dann haben wir ein Toolkit dabei. Standard. Mit Wachs, Schiffchen, kein Pinzette, kein Mehrfachaufsetzer, gar nichts. Und da haben wir die Steine dazu. Voilà, kehrt. Nehmen Sie mal kurz raus. Das ist die Farbe. Die Farben schauen sehr gut aus. Braun dabei, so lila, rosa, nochmal rosa, hellrosa, lila, nochmal rosa, rosa, lila, blau, schwarz. Einmal schwarz, dunkelgrün, grün, hellgrün. Die Farben. Dann haben wir noch so bräunliches, orange. Das soll braun sein, dunkelbraun, weiß, blau. Weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. Das und so rot. Ja, das war mein Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken bei euch. Ihr seid ein Wahnsinn. Ich habe schon bald die 100 geschafft. Also es ist ein Wahnsinn. Ich bin echt mega happy drüber und froh, dass ich so viele Leute geschafft habe. Wollte mich auch nochmal bei der Heidi bedanken. Ich stelle euch dann den Link rein von ihr. Von ihrem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ich darf dann Werbung machen. Ich wünsche mir schon sehr. Ich drehe nur kurz ein Licht auf. So, jetzt wird es besser, das Bild. Ja, also im Livestream war wieder sehr unterhaltsam, wieder sehr lustig. Leihwand, also war echt super. Darum seht ihr ja da schon, was ich da angefangen habe. Das war vom Livestream her noch. So, da habe ich schon mal angefangen mit dem Bild. Da habe ich auch ein bisschen weitergearbeitet, dass ich nicht am Sonntag so viel habe zu machen. Ja, was ich noch ankündigen wollte, ist, am Sonntag mache ich diesmal wieder auch einen Livestream, weil Samstag geht bei mir nicht. Da ist auch wieder 14 bis 15 Uhr der Livestream. Ich hoffe, ihr kommt wieder, so wie letztens, so viele Leute. Ich habe mich echt mega drüber gefreut, ich freue mich immer wieder drüber. Ja, also das Schöne und das Biest-Bild ist schon fertig. Seit einer Woche oder zwei, sowas, alles fertiggestellt. Ja, wollte darüber auch noch ein Video machen, aber ich habe mir gedacht, ich lasse es jetzt da, weil ihr habt es eh letztens gesehen, wie ich mich am Samstag entschuldigt habe, bezüglich, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging. Und ja, jetzt geht es mir ein bisschen wieder besser. Es ist halt ab und zu, wenn das Wetter scheiße ist, dass ich halt Kreislaufprobleme habe und das schlagt halt ein bisschen sehr an mir. Das wollte ich noch sagen. Und ja, ich
werde mich für heute verabschieden von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Wetter ist auch so schön. Bei uns ist heute Mischung draußen. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss.